So. Aha. Das hier. Der Umgang mit Sprengstoff. Wir müssen wohl einen Code rausfinden und unten. Was kommt? Was passiert? Ah, Moment, Moment. Wir müssen es sprengen. Wir müssen es sprengen, oder? Ja, und wir müssen die Redstone-Leitung hier zum Leuchten bringen. Von hier aus kommt Redstone, da geht's weiter. Klick einfach mal drauf, immer. Klick da oft drauf, bitte. So, hier muss man irgendwas machen, damit hier die Signal weitergeht. Nee. Was hat das geändert? Klick mal auf den Button für Stromleitung. Was bringt das? Ja, einfach so, damit ich sehe, wie es weitergeht. Was hat dieser verkackte Schalter gebracht hier? Gar nichts. Der hat was bewegt. Ja. Aber auf der anderen Seite. Ah, hier fehlt Soul Sand. Nee, wieso fehlt der Soul Sand? Nochmal hier was bewegt. Hä? Da hinten dran bewegt sich was. Ja, das sind doch die Pistons, die da hinten immer rumzucken und das Wasser durchlassen. Ach so. So, der hier hat hier Soul Sand hin bewegt. Das Problem ist nur. Ja, eben, der war richtig. Der war, mach nochmal. So. Wenn wir das jetzt aktivieren, geht der Strom nicht wirklich weiter. Wo fehlt denn? Wo fehlt's denn? Die Soul Sand muss weg. Das ist das Problem. Weil unten drunter ist ja eine Leitung gewesen. Ups. Alter. Aktivier du einfach mal alle Schalter und ich guck mal, ob es stimmt. Der war's nicht. Der war's auch nicht. Der war nebendran, der ist schon mal gut. Fail. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Moment. Wir haben's. Los. Fail. Ging schnell. Schneller als gedacht, meins. So. Lass mal ran, hinter den. Ups. Ich hab recht das gedrückt. Okay, da hinten dran ist nix. Was machst denn du? Randale! Okay. So. Ah, das könnte hinter den Bildern könnten Kisten sein. Nein. 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 Okay, ist nur zu Zierde da. Okay, ich hab da eben. Ah, da ist eine Kiste. Cookies! Ich will auch Kekse. Es sind leider nur drei da. Bitte Fackeln abgeben. Ja, da reingeworfen. Fackeln reingeschmissen und dann ging die Tür rechts auf. Achso. Das war gerade der Sinn der Sache. Und das wollen wir jetzt einfach durchschwimmen. Nein, da gibt's Boote. Wo? Hier, ich hab einer ganz dreist, ich bin einfach gleich alle eingesteckt. Aha. Eins. Ey, du Bastard! Sonderscheiß! Keine Ahnung. So, also erstmal hier lang. Oh mein Gott, ich werde. Jetzt haben wir alles gehabt, fast. Achterbahn, Wasserbahn. Was machst du? Runter. Ah! Druckplatten! Nein! Nein! Alter, der Gang sieht nice aus. Da muss ich gleich mal langlaufen. Okay. Da oben drüber ist Wasser, da tropft es gerade durch. Im Fahrstuhl nicht bewegen. Aua. Oh Gott. War so geil. Noch eine Welle des Todes. Ich bin da oben, wo auch immer man hingeht. Au. Moment, nichts drücken. Ich bin irgendwo angekommen, wo man nichts sieht. Oh, der Fahrstuhl ist hängen geblieben. Ja, ich hänge auch gerade. Nee, Moment, ich bin an einer Treppe. Ich bin bei dir. Wie bist du zu mir gekommen? Marquis. Hä? Hier sind meine kaputten und Sachen. Deck. Frachtraum. Maschinenraum. Alter. Wir sind jetzt in so einem verkackten Schiff gelandet. Ja. Hanf! Okay, nein. Alter, was hast du? Probleme. Ups, war ja noch nicht fertig gewachsen. Zu spät. Zu früh. Das ist ein Dispenser. Oh, Musik. Nein, zu spät, weil ich es schon abgebaut habe. Ja, zu früh, weil du es abgebaut hast. Na, egal. Die Türen sind alle noch zu.
Ich komme nicht mal an die CD dran. Ich habe noch Holzblöcke. Ich jetzt. Bin jetzt am Deck. Logbuch des Kapitäns Erstle. Die Insel Strogtave liegt vor uns. Wir haben beschlossen, an Land zu gehen und die Insel genauer zu erkunden. Heißt das, dass wir jetzt dahin schwimmen sollen, ja? Hey, das Schiff sieht lustig aus. Warum? Ach, das sind Frachtcontainer, okay. Das sollen Container sein. Ja. Am Ufer der Insel ist ein Steinhaus zu sehen. Oh. Ich sehe gar nichts. Doch, da hinten. Ja, gut, also ich sehe da noch keine Insel, aber sonst... Bastard, ich habe gar kein Schiff mehr. Ah, danke. Beleidige mich nicht. Ja, sorry. Meine Rüstung kann ich auch wieder anziehen. Nee. Warum bin ich schneller als du? Weil ich kurz losgelassen habe. Ich habe eingeparkt. Ich habe die Insel erst gesehen, als ich dran gekracht bin, aber egal. Aus der Zerstörung. In Ordnung. Ich habe jetzt auch Bock auf Zerstörung, um ehrlich zu sein. Logbuch des Kapitäns. Wir haben unser Schiff verlassen und haben das Haus der Zerstörung betreten. Meine Crew und ich fragen uns, wie der Name des Hauses zustande kam. Wir fanden einen Schalter, der einen Geheimgang öffnet. Wir trauten uns aber nicht, ihn zu benutzen. Okay. Mit voller Mut geht's voran. Scheiß auf Schalter. Oh mein Gott, nice. Ich sehe einfach die Höhlen überall, weil es natürlich bei mir noch nicht ganz geladen hat. Bitte jetzt. Die Tageszeit auf Tag einstellen. Geht es mit Too Many Items? Ich denke schon. Nein, nicht wirklich. Nein. 48.000 ist wohl kein Tag, aber okay, wenn man so sieht. Es ist Tag. Schneeballschlacht, okay. Alter, wie nice ist das denn? Gute Arbeit, Leute. Was ist da hinten dran? Da ist ein Jump-Run. Was ist hier oben dabei zu tun? Nichts. Hier geht's nirgends so lang. Ist da drüben irgendwas, was man machen kann? Was hast du gemacht? Da kann man was drauflegen auf den Schalter. Ah, super. Mach nochmal, aktivierst nochmal. Und nur auf Holz an den Druckplatten kann man was drauflegen. Ja, warum gehst du da jetzt? Ich hab da hinten jetzt was draufgelegt. Da hinten ist eine Holzsonne. Okay. Ich weiß nicht, was hier ist. Ah, hier ist nochmal so eine Situation, oder? Ja, hier ist ein Jump'n'Run, hier ist ein Schalter. Was? Wie ich es voll übersehen habe. Was hat der Schalter gemacht? Der hat hier drüben aufgemacht. Hier drüben. Da ist eine Kiste. Die Kiste, nee, da ist nichts drin. Natürlich. Hier ist ein kleines Labyrinth, noch eine Kiste, da ist nichts drin. Ich hatte eine Kiste, da noch ist eine Kiste was drin. Noch nichts zu nichts drin. Wow, noch mehr Kisten, nichts drin. Oh, ja, ich sag's doch. Alter, was soll denn der Scheiß? Was machen die mit mir? Komm mal raus. Ich hab ein Pumpkin. Ja, ich auch. Ich weiß, was man damit machen muss. Guck mich an, hier oben, über dir. Über dir. Du musst da dein Pumpkin draufsetzen, die werden dann zu Schneemänner und dann fällt's runter, wie du siehst. Das ist mein Pumpkin. Okay. Da drauf. Ja. Cool. Das ist eine gute Idee. Das war mir irgendwie klar. Was gibt's hier oben? Oh, das ist einfach. Wir müssen das Wasser nach unten bewegen. Ah, sowas finde ich nice. Ja, jeden Schalter einmal drücken. Da geht der untere auf. Da geht der auf. Gut. Ich habe das Wasser falsch geleitet. Dann müssen wir den nochmal wegmachen. Ja, genau so. Jetzt läuft es nach links. Jetzt läuft es noch da. Und jetzt haben wir es. Auch eine gute Idee. Na, super. Okay. Unglaublich, ihr habt jetzt fast alle meine Prüfungen bestanden. Ja, endlich. Hat ja auch nicht lang gedauert oder so. Nein, nur 3 Jahre alt. So. Tschüss. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder verwirrend. Oh, Soundbugs. Hört sich an wie Wind. Jetzt geht's. Pam, 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 oder? Wow. Boah, ich sehe dich da vorne rumschwimmen in der Luft, wo man nichts sieht. So. Aussteig. So, wo geht's lang? Nee, nicht ernst. Okay, Moment.
Alle erst auf einmal? Mach mal alle Schalter in die andere Richtung, wo, wie sie bis jetzt sind. Ja, wir haben's. Meine Maus hängt. Was geht? Was geht? Besser ist es. Irgendwas verstopft den Laser. Ist schon nicht gut. So, jetzt wieder richtig. Und wichtig, bei der nächsten Minecraft-Fahrt nicht aussteigen. Es wird geraten, eine Backup-Datei zu machen. Backup-Datei? Scheiß auf Backup-Dateien. Hier sind noch... Ich habe allen Minecraft... Spieler 1, Spieler 2. Wer nimmt diesmal Spieler 1? Ich. Du warst letzten zweimal Spieler 1. So. Wir sollten den Knopf drücken. Ich fahre einfach mit W los. Ich nicht. Tja. Ja. Okay, was ist jetzt los? Oh geil. Ein Luftschiff. Oh shit. Deswegen Backup-Datei. Wenn man es nur einmal machen kann. Die verkackte Leiter ist weg. Oh, geil. Alter, das ist wirklich episch. Das war diese Fackel-Abschmeißen-Sache, gell? Ja, ihr habt es tatsächlich geschafft. Nun, ich wusste, es wird irgendwann passieren. Ich habe versagt und nun tut, was ihr müsst. Und tötet mich. Mit freundlichen Grüßen, Herr Rätsel. Der Hebel auf dem Luftschiff sprengt mich in die Luft. Oh, ich will... Welcher Hebel? Oh, du Bastard! Der Hebel. Ich hab nichts gesehen. Ja, das sollte... Ach, da unten! Hast du jetzt... Ich hab zwar kaum was gesehen, weil es einfach nicht geladen hat, aber war's das jetzt? Ja, das war's. Lol. Oh mein Gott! Unser Luftschiff! Nicht mit mir! Ich hab noch mein Minecart! Ich fahr wieder zurück. So, tschüss! Mehr oder weniger. So. Komm, fahr! Fahr! Nein, ich komme nicht. Gut. Und das war's wirklich. Ja. Jetzt müssen wir jetzt mal kurz mal Game Mode 1 angucken, wie das schöne Luftschiff da fackelt. Auch wenn das irgendwie verkackt scheiße aussieht. Sorry, okay. Leute. Übrigens, es kann es gar nicht gewesen sein. Doch. Doch hier. Vielen Dank für das Spielen dieser Adventure Map. Map Version 1.4. To be continued. Vielen Dank an auch an nicht massentauglich und an Maut Adolp. Und Orangensaft. Alter, was soll der Scheiß? Für mehr Maps und anderen Stuff. Abonniert. Oh, Maudado LP. Ey, die haben das gemacht? Marfett. Kennst du die nicht? Nein. Ich kenn nur von Minecraft. Guck dir Zombie an. Die haben... Ja, Zombie kenn ich. Ja. Orangensaft ist geil und Maudado auch. Für mehr Maps, bla bla bla, User Food, Gaming Channel, Map by bla. Hä? Vielen Dank an... Du machst Game Mode, Alter, mach mal dein Game Mode aus. Okay. Warte. So. Das macht keinen Schaden mehr. Ich dachte, man wurde damit weggeschoben irgendwann. Nein! Ich bin Kranke gesprungen. Okay, also, ich würde mal sagen. Das war's mit der Adventure Map und ja, mit dem Special. Was mal wohl? Ajo. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht machen wir nochmal sowas, gell? Ja, höchstwahrscheinlich. Hat auch voll Fun gemacht, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Ja. Und bitte, du scheiß Game Mode Nutzer! Okay, also bis dann. Bis zum nächsten Mal, bevor ich verreck. Tschüss. Tschüss.